Das ist eine meiner Lieblingsuhren, die Seagull 1963 im 42 mm Gehäuse mit Mineralglas, was ausschaut wie Acrylglas, schön auf Retro-Design gemacht. Mit Glasboden verschraubt. Der gibt den Blick frei auf das Seagull-Schaltrad-Chronographenkaliber. Und in dieser Version mit Milanese-Band wird die Uhr mit dem Molnja Milanese-Band, hier steht Molnja, geliefert aus dickem, massivem Edelstahl. Nicht leicht und windig, sondern massiv. Und wie kürzt man dieses Band? Man nimmt einfach ein schönes Taschenmesser oder ein Schraubenzieher und kann hier den Hebel, den Schieber aufmachen. Dann kann man den Schieber stufenlos verstellen. Bisschen praktischer als bei einigen Metallbändern sogar, wo man immer nur die Glieder herausnehmen kann. Und dann macht man es wieder zu und hat es an der perfekten Stelle. Und so schließt man es.